Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Im letzten Vlog habe ich das schon ein bisschen angekündigt. Und zwar wollen wir heute einen LKW voll Heu ins Überschwemmungsgebiet schicken. Ich habe hier schon ein paar liegen, die mit sollen. LKW ist gerade gekommen von der Firma Glomp. Und genau, dann laden wir gleich mal ein paar auf. Ich glaube 36 Stück kann er mitkriegen. Den Zug machen wir da eben voll. Und dann ja, hoffen wir, dass die beiden ein bisschen helfen, dass sie gut ankommen. Aber da gehe ich mal stark von aus. Die Hälfte haben wir schon aufgeladen, er fährt jetzt mal eben weg, dass hier noch ein Trecker durch kann. Und ich sagte ja, ich glaube im letzten Block war es, dass so viel Durchgangsverkehr ist. Ja, die haben jetzt mal ein Pech gehabt, die müssen jetzt mal da rumfahren. Das ist sowieso hier keine offizielle Umleitung. Dann haben die jetzt gerade mal eben Pech gehabt. Ich glaube, so ein bisschen Heuspenden ist wichtiger. ja, er parkt mal eben um, dass wir jetzt die hintere Hälfte beladen können. Na, dann geht das weiter.
heute fast dann hier fertig für mit der Aktion, könnt ihr nächstes Jahr hier die Kartoffeln nennen, dann ist hier alles Spaß. Naja. Schön wäre das auch, wenn man jetzt bald das öfter mal hat, dass hier ein LKW kommt und mal ein paar Beilen abholt. Allerdings dann nicht umsonst, sondern die nächsten dürfen ruhig bezahlt werden dann. Dass ich hier ein paar Rundbeilen los werde. Das wäre nicht das Schlechteste. Aber schauen wir mal. An die Organisatoren, das ging echt fix. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich bin Einzug spenden und dann hier gleich, ja, dann kommt weiter und dann Einzug her, dann kannst du da aufladen. Also wirklich, das hat top geklappt. Keine Arbeit von gehabt, also keine organisatorische Arbeit. Und auch Firma Glom, echt top Team, muss man gerade sagen, gleich mit ein paar Leuten hergekommen, die gleich das Verzogen mit fertig machen. Also nicht, dass der Fahrer hier alleine steht und alles machen muss und ich ihm helfen muss, das geht echt. Zack, zack hier gerade. Siehst du wohl, Zug ist voll. Kann man eben schnell Kamera rüber hinwerfen. Hat so alles gut geklappt. Dann hoffen wir mal, dass das da gut hilft. Aber da gehe ich mal von aus. Hier noch eben schnell Werbung. So, siehst du, da gehen sie dahin. Das ist jetzt, wenn ich jetzt gerade im Kopf habe, der 17. Zug, der hier von unserer Region aus weggeht, da ins Gebiet. Ja, hoffen wir mal, dass es da gut helfen kann. In der Zwischenzeit ist Janik auch gerade gekommen, der hat das Schneidwerk für einen Mähdrescher eben gebracht. Da gucken wir jetzt mal im Flott hin. Da steht das gute Ding schon mit einem 3,8er davor. Wollen wir gleich auch noch mal eben abschmieren, beziehungsweise den Drescher hier noch gar nicht raus, den will ich jetzt eigentlich raus haben. Noch mal eben hier die Rutschkupplung müssen wir mal nachstellen, die war letztes Mal, als wir bei Sven waren, ging die ab und zu an, wenn das richtig dicke Stroh war. Da müssen wir noch mal eben mit bei. Jo, bei deinem Text, wie gesagt, die Rutschkupplung, die war ja immer ein bisschen locker, wenn da viel Material kam, dann knallt die gleich über. Andersrum, ne? Deswegen schrauben wir die mal eben ein bisschen fester hier zu. Ein bisschen filmen. Dadurch wird nämlich die Feder weiter reingeschoben bzw. mehr gespannt und dann hat die Klaue da mehr Anpressdruck und dann rutscht die da nicht gleich rüber. Wenn da nämlich zu viel Last kommt, dann hakt die quasi auf und dreht nur im Leere, dass das Schneidwerk nicht
da keinen Schaden nimmt, falls irgendwann ein Stein reinkommt oder so, nicht, dass er dann das alles reinwühlt, die ganze Schnecke nachschaut. Dafür ist so eine Rutschkupplung da. Achso, ich kann auch mal eben schnell zeigen. Janik hat jetzt einen Fronthydraulik am 3.8er. Das sieht aber schmucke aus, muss ich sagen. So, Leute, Schneidwerk sollte schon mal einsatzbereit sein. Jetzt kommen wir gleich noch mit dem Drescher raus, dann mal eben alle Klappen wieder anbauen. Vom Elevator und sowas, dass da alles wieder dran ist. Nochmal eben alles einmal durchgucken, durchschmieren und dann sollte eigentlich alles fertig sein. Weiter geht's am Fortschritt. Ich habe den schon mal rausgefahren. Schon mal alles durchgeguckt, alle Bleche wieder angemacht, Kontakt noch einmal wieder durchgeguckt, alles sauber gemacht. Weil das da eigentlich nachher oder heute Abend losgehen soll mit dem Dreschen. Wäre da nicht die kleine Sache mit dem Getriebe. Der hatte ja einen Riss, der Getriebeblock, beziehungsweise die Getriebeglocke hier. Mal gucken, ob ich da jetzt hingefilmt kriege. Die Leute, oh, Kamera. Licht ist schon wieder leer. Da, wo das Blau zu sehen ist, da sieht man den Riss ungefähr. Der geht einmal von ganz oben bis fast ganz unten. Und den versuche ich gleich mal zu reparieren. Und zwar habe ich hier Flüssigmetall von Kuckuck. Keine Werbung machen. Und das versuche ich da gleich mal ranzuschmieren. Mal gucken, ob das dann dicht hält. Ich will es hoffen. Ich habe das gerade mit Bremsenreiniger schon mal entfettet, dass das einigermaßen hält. Und da muss dann natürlich auch wieder Öl rauf. Allerdings mache ich da kein Getriebeöl rauf, sondern ich habe gedacht, oder ja, doch, ich habe eigentlich gedacht, wir machen da Sonnenblumenöl rauf. Erstens habe ich schon mehr oder weniger ein Auswechselgetriebe besorgt, dass wir da nach der Saison oder wenn wir das haben, wir da einbauen können. Zweitens, falls dieser Flüssigkleber nicht halten sollte oder ich irgendwie das vergessen habe oder so und das ausläuft, dann ist mir das lieber, hier läuft ein bisschen Sonnenblumenöl in der Gegend rum, anstatt dann irgendwie Getriebeöl. Das muss ja nicht sein, das kann die Natur ein bisschen besser verarbeiten als Sonnenblumenöl, habe ich gedacht. Und hier, falls das doch ausläuft, dann habe ich nicht gleich ein paar mehr Scheine weggeschmissen, sondern was kostet so eine Buddel jetzt? 1,30 oder was? Ja, das kannst du noch verkraften. Ja, dann schmier ich das hier gleich mal eben um den Rest herum und hoffe, dass das gut hält. Ich krabbel hier mal raus. Und dann kommt das Öl darauf und dann kann das normalerweise losgehen. Ich habe jetzt gerade schon so viele Anfragen gekriegt. Eigentlich könnte ich jetzt im Moment 3 Drescher laufen lassen. Gleich soll ich erstmal noch Hafer dreschen. Dann kann ich noch Roggen dreschen. Ich weiß nicht, wie viel Hektar und Sommergerste auch noch ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich jetzt alles auf dem Zettel zusammenrechne, sind das knapp. Oh, 50 Hektar kommt wohl hin. Ja, mal schauen, aber alles nach und nach. Aber jetzt kommt ja alles, ne? Ich muss noch ein paar Ballen fahren. Ich muss noch ein bisschen was ausmähen. Eigentlich muss ich auch noch Heu machen. Was war denn noch? Ach ja, in Lohn soll ich auch noch kleine Ballen pressen. Ja, mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon. Qualität, da kann man nichts sagen. Oh, Licht ein bisschen. Ich würde sagen, ist sauber oder was? Für alle Fortschrittgegner.
hier in der Mitte vom Feld nichts mehr gehabt. Das ging fast rein bis jetzt. So kann man das aushalten. Habe ich nichts gefunden an Körnern. Wir haben jetzt leider schon wieder keine Verlustschale. Also Ähren schon mal alle leer. Da ist gar nichts mehr drin. Wir können jetzt mal eben gucken. Hier liegt ein Korn. Da ein zweites. Aber das ist nächster Tag Dreschen ist ziemlich zu Ende. Wir lassen den Drescher jetzt noch mal eben einmal sauber laufen. Das wird jetzt langsam klamm, deswegen hören wir auf. Das kann man merken, dass der Drescher jetzt langsam zu kämpfen kriegt. Deswegen hören wir auf. Und ich mal eben ein bisschen Abfahrt gespannt. Im Übrigen ist das hier unser alter 3.8er Fendt, der ganz früher bei uns auf dem Hof lief. Ja, schön mit Frontzapfwelle, Fronthydraulik, Frontlader, Zwillingsreifen. Also echt ein schieres Ding. So einen könnte ich mir auch noch mal vorstellen bei mir. Das ist echt ein Top-Ding. Also wir können auch mal eben hinten auf den Anhänger gucken. Also heute haben wir Roggen gedroschen ein bisschen. Also auch hier würde ich sagen, da kann man auch wohl mit leben, wa? Kein Bruchkorn. Klar, ab und zu mal so ein Halm. Hier ist aber auch relativ viel Unterbewuchs drin. Also grünes kommt damit durch, sieht man so ein bisschen auf der Kamera. Aber dafür finde ich, sieht alles ganz gut aus. Hinten kommen, hatte ich das gefilmt? Ich glaube ja. Fast keine Körner hin raus. Also da kann man, denke ich, mit zufrieden sein. Nächster Tag und wir rücken jetzt mal ab. Wir haben gestern noch zweieinhalb Runden quasi gemacht. Aber heute Nacht kam leider ein Schauer. Deswegen ist jetzt erstmal wieder Ende im Gelände. Schneid weg, hole ich mit dem 611er eben weg.
haben wir jetzt gerade vorne drin, weil man dann besser abbauen kann. Wenn ich den hinter dem Zug mal habe, ist das ein Ticken zu hoch. Dann lässt sich das nicht so schön anbauen. Oder abbauen, besser gesagt. Deswegen vorne drin. Drescher und Schneidwerk stellen wir hier jetzt mal im Hof. Eigentlich, wenn jetzt gutes Wetter ist, soll das hier weitergehen mit dem, nicht mit dem Roggen, sondern mit der Sommergerste erstmal. So. Im Moment erstmal der Stand und der Plan. So, schön langsam. Nicht in irgendwie Bruch erleiden. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Überblick gerade, wie viel ich gefilmt habe. Ich habe nämlich diese Woche quasi zwei Vlogs gleichzeitig gemacht. Ich hoffe, ich schaffe da so einigermaßen zu schneiden. Wenn das irgendwie ein bisschen wild durcheinander ist oder so, dann wisst ihr auch warum. Aber ich denke mal, dann sollte das auch gewesen sein. Dann geht es hoffentlich nächste Woche mit Dreschen weiter oder mit Kartoffeln oder mit Heu. Eins von beiden oder eins von drei, besser gesagt. Das muss nämlich alles noch gemacht werden. Ja, in dem Sinne erstmal besten Dank fürs Zusehen. Guckt gerne auf Instagram immer vorbei. Kurzland-Agrarvideos und dann hoffentlich bis nächstes Mal. Ciao. We'll be right back.